بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه نهج الإله بارك الله فيكم الوحي دي Offenbarung oder die Eingebung und zwar was ist الوحي Das kommt von etwas, was versteckt ist und schnell ist. Etwas zu vermitteln, ein Zeichen zu setzen, was versteckt und schnell ist. Man will was offenbaren. Das bedeutet, es wird etwas gegeben, jemand bekommt etwas schnell. Geheim, was die anderen nicht mitbekommen, außer dass die Person das danach erzählt. Das ist allgemein jetzt. Wenn ich sage, Ohaitu ilayka shay'an, dann wird ich dir etwas, ich offenbare dir was. Und das ist sozusagen normalerweise, das geht um etwas, was versteckt ist und schnell ist. Aber es gibt 5 Arten, von Al-Wahi. Und zwar erstens, Barakallahu fikum, etwas wie Instinkt. Das ist etwas, was du hast. Du bekommst sozusagen etwas, eine Idee. Instinktmäßig sozusagen. Allah sagt das im Koran. وَأُحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ Wir haben der Mutter von Musa a.s. Wie etwas eingegeben, das sie Musa stellt. Zweitens, lieber, dass wir Instinkt für zweitens nehmen, bitte. Das ist dieser Instinkt, was die Tiere haben, zum Beispiel, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ in Surat al-Nahl, barakallahu fikum. Allah hat diesen Instinkt, diesen Bienen gegeben, dass sie die Bäume und so weiter, dass sie dort leben, damit sie Honig machen. Das erste könnten wir sagen, Eingebung. Natürliche Eingebung. Drittens, schnelles Zeichen. Zakaria a.s. kam von der Gebetsnische raus, und er hat ein Zeichen, ein schnelles Zeichen gegeben, dass die Leute Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Viertens, die Einflüsterung. Die Einflüsterung von Shaitan zum Beispiel. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Surah Al-An'am. Das heißt, wir haben für jeden gesandten Feinde von den Teufeln, von den Menschen und von Djinn. Sie flüstern einander ein, Zuhruf al-Qawl, das beschmückte Wort, Urura, die täuschen sich sozusagen. Fünftens, Barakallahu fikum, die Befehle Allahs an seine Engel. Die Befehle Allah an seine Engel. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesen Engel Wahi. Ja. Das Wichtigste aber ist, Barakallahu fikum, was wir behandeln. Und zwar, Barakallahu fikum, das ist Al-Wahi. Wahi. Das bedeutet die Eingebung, Entschuldigung, Offenbarung Allahs an seine
Gesandten. Das ist, was wir behandeln wollen. Es gibt verschiedene Arten von Wahi. Das Wort kommt im Koran vor, in 5 Bedeutungen. Aber das Wichtigste von uns ist diese, dass Allah dem Propheten den Koran offenbart hat. Und das ist das Wort Allahs, was Allahs dem Propheten vermittelt hat. Und hier, barakallahu fikum, sollten wir verstehen, wie das geschieht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, befiehlt den Engel. Die Engel bringen das dem Propheten, und in diesem Fall ist der Engel Gabriel, Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt ihm, dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam, was zu geben, und deshalb kommt Jibril zu unserem Propheten sallallahu alayhi wa sallam, und er sagt ihm, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm will. Und dafür gibt es, barakallahu fikum, verschiedene Arten, also verschiedene Arten der Wahi. Die verschiedenen Arten von Wahi. Erstens durch Jibril, alayhi salam. Jibril alayhi salam bekommt das von Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr wisst ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas offenbaren will, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala etwas, der Himmel fängt an zu beben, und es gibt so wie ein Geräusch, wenn du mit Kette auf Steine schlägst. Und alle Engel, die werfen sich nieder. Und der Erste, der seinen Kopf aufhebt, ist Jibril alayhi salam. Und der sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat offenbart, und Allah sagt die Wahrheit. Und dann die Engel, die nehmen das sozusagen ein nach dem anderen, vom Himmel zum Himmel. Jetzt Jibril alayhi salam nimmt vom Propheten, von Allah subhanahu wa ta'ala, oder Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesprochen, Jibril alayhi salam nimmt das, und der geht zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam, der verkündet ihm das. Das ist das Erste. Zweites war Traum. Das ist auch Wahi in unserer Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Erste, was er angefangen hat mit der Offenbarung, das war der Traum. Die wahren Träume. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat etwas geträumt, das war genau, wie er das gesagt hat. Und deshalb bitte, die Träume von Propheten sind für uns Wahi, die sind für uns Religion. Nicht unsere. Nicht, ja, der Scheich träumt etwas, dann ist das Religion. Bei Sufis zum Beispiel, wenn der Scheich träumt, dann ist das für sie Religion. Entschuldigung, ja, dass wir über Sufis sprechen. Wirklich, ich meine, bei Sufis ist die Sache so, der Scheich träumt etwas, das ist für sie Religion. Nicht alle, nicht, dass man sagt, ja, schaut mal, was er erzählt hier. Da macht man eine Erwiderung gegen wie immer. Drittens. Erstens haben wir gesagt, durch Jibril alayhi salam. Zweitens, wahrer Traum. Der Prophet hat geträumt, und das war genau, und das ist Religion. Und übrigens, der Prophet sallam sagte, das Prophetentum besteht aus 46 Teilen, 45 sind schon weg und eins ist geblieben. Und das ist der wahre Traum. Der Gläubige träumt von etwas, Allah gibt ihm das. Barakallahu fikum, sagt Allah. Und der Prophet sallam sagte, لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قال والمبشرات قال الرؤيا الصالحة. صلى الله عليه وسلم sagte, das war bei Bukhari, barakallahu fikum, es ist nicht übrig geblieben vom Prophetentum, außer al-mubashirat, die guten sozusagen Verkündigungen. Sagen, was sind das? Er sagt, der wahre Traum. Der gute, wahre Traum von einem Gläubigen. Dann, barakallahu fikum, die Sprache Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten, zum Propheten, aber hinter Vorhang. Das wird der Prophet, hat Allah nicht gesehen, oder so ist die anderen Propheten auch. Ja, rahmukallah. Allah spricht direkt zum Propheten, wie zum Beispiel Al-Mi'raj. Der Prophet sallam hat die Himmel reiten und Allah hat zu ihm gesprochen direkt. Oder Allah subhanahu hat zu Musa sallam direkt gesprochen. Das ist auch Wahi.
Jetzt für uns ist wichtig, das erste ist für uns am wichtigsten, das ist durch Jibril, weil das meiste ist, Barakallahu fikum, alayhi salam. Wie war das, dass Jibril alayhi salam zum Propheten sallam gekommen ist? Erstens, Jibril kommt in seine ursprünglichen Gestalt. Und das sind in zwei Barakallahu fikum Arten. Entweder in einer Art, was keiner sieht, und das war am schwierigsten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommt die Offenbarung, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht Jibril. Und Jibril alaihi salam hat 600 Flügel. Das zweite ist Barakallahu fikum. Jibril kommt in Gestalt eines Mannes. Wie zum Beispiel ein Beduine, und er kam zu ihm, der sah so aus wie Dihya al-Kalbi, ein Sahabi, Barakallahu fikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Engel kommt zu mir manchmal wie Klingel sozusagen. Das bedeutet, wenn das klingelt, der kommt zum Propheten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fängt an zu schweißen und dann bekommt er etwas sallallahu alaihi wasallam und der sagt, Allah hat mir jetzt offenbart durch den Engel Gabriel und der sagt dem Mann. Oder Barakallahu fikum sagt nachher, der kommt zu ihm als Mensch und der sagt ihm, die Sache ist so und so und so. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommt auch etwas eingegeben. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala schickt ihm etwas direkt, ohne Jibril alaihi salam. Das sind die Arten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde. Da manche Leute behaupten und sagen, ja, es gibt sowas nicht. Da haben sie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte den Koran geschrieben und er hat das alles erfunden. Tja, und das ist Barakallahu fikum etwas, was gelogen ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er selber das geschrieben hätte, musste er selbst diese Tatsachen, die im Koran sind und Geschichten von früheren und Themen, die in Zukunft kommen, er musste das gewusst haben. Von wem sollte er das wissen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam könnte nicht schreiben, am Anfang nicht schreiben, nicht lesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war niemals außer Mekka und Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, Barakallahu fikum, in Mekka keine Juden gehabt und keine Geschichte, sage ich jetzt, Historiker, damit sie ihm sowas erzählen. Auch wenn, ich meine, wer könnte solche Wörter bringen und solche Geschichten erzählen, die das sind? Da sagen sie, ja, aber wie könnt ihr uns beweisen, dass es Offenbarung gibt? Okay, heutzutage gibt es Internet und da kannst du innerhalb Teilen von Sekunden Informationen sozusagen tauschen mit anderen Leuten. Das glauben die Leute. Die Leute glauben an Horoskope. Wenn ein Horoskop liest, dann glaubt er. Und die glauben an diese aberglaublichen Sachen und so weiter, und Mächte und so weiter. Und Aliens oder Aliens und ich weiß nicht was. Aber bei Wahi nicht. Die Möglichkeit ist da. Erstmal, gibt es Möglichkeit, wir reden jetzt logisch. Gibt es Möglichkeit, dass es einen Gott gibt? Ja oder nein? Die Möglichkeit besteht oder nicht? Wenn man sagt, es gibt keine Möglichkeit, dann muss man uns hundertprozentig belegen, dass diese Möglichkeit nicht vorhanden ist, mit einem klaren Beweis. Und die können das nicht. Deshalb, wenn man sagt ja, dann sagen wir stopp. Das bedeutet, es kann sein, dass es einen Gott gibt. Okay? Und dieser Gott kann offenbaren. Wenn Sie sagen nein, dann müssen wir uns das belegen. Wenn Sie das nicht belegen können, dann bleiben wir sozusagen
bei unserer Aussage. Aber wir haben doch Belege, dass es Gott gibt und dass dieser Gott Allah ist, der einzige Gott, subhanahu wa ta'ala, und dass er seinen Propheten offenbart hat. Weil die Themen und die Informationen, die wir bekommen haben vom Propheten, die könnten niemals von einem Kranken stammen. Die könnten niemals von einem Menschen stammen. Und die könnten niemals auch von normalen, sage ich jetzt, Menschenverstand erfunden oder entwickelt sein. Deshalb haben wir nur eine Möglichkeit, dass wir sagen, es gibt einen Gott, der das Ganze offenbart hat. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten bestimmte Informationen gegeben, die niemals, barakallahu fikum, von ihm stammen könnten. Weil manchmal auch wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Teil getadelt. Und wenn das von ihm wäre, dann hätte er das total was anderes gesagt. Auch, barakallahu fikum, die Art und Weise von der Offenbarung des Korans könnte oder ist ein Beweis, dass es überhaupt keine menschliche Kräfte in dieser Koran zu stecken sind. Das ist ausgeschlossen. Und zweitens, man wusste, dass der Prophet die Wahrheit sagt. Und keiner könnte beweisen oder belegen oder nur den Vorwurf belegen, dass er gelogen hätte. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Und deshalb, barakallahu fikum, sie haben immer manche gesagt, ja, der Prophet hätte das von anderen Leuten gelernt oder der hat das von anderen Leuten genommen. Oder manche haben gesagt, der hat Epilepsie, sallallahu alaihi wasallam. Ich meine, eine Person, die Epilepsie hätte, der hat so bestimmte Symptome. Und diese Symptome könnten niemals mit der Lebensart von unserem Propheten zu vereinbaren sind. Und mit seinem Körper, mit seiner Kraft, sallallahu alaihi wasallam, mit seiner Stärke, mit seinem Gedächtnis und so weiter. Deshalb, barakallahu fikum, die haben gesagt, das wäre von einem Lehrer oder von einem Sklaven. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Sklave oder diese Leute, die ihr behauptet, die haben keine arabische Zunge. Und dieser Koran ist mit arabischer Zunge. So, ich will nicht alles erklären in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, sagt Allah, weil wir, alhamdulillah, große Gelehrten gehabt haben von früher. Die haben alles belegt, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam Offenbarung war und dass diese Offenbarung verschiedene Arten gehabt hat. Und die Offenbarung dann haben die Gelehrten in zwei Hauptthemen, barakallahu fikum, unterteilt, und zwar mechanisch und medinesisch, haben wir gesagt? Medinesisch. Das wäre offenbart zu Mekka, offenbart zu Medina. Und da gibt es auch dazwischen ein Teil, was nicht zu Mekka und zu Medina passt. Und zum Beispiel in der Himmelfahrt. Was ist das? Medina oder Mekka? Das war weder in Medina noch in Mekka. Aber das werden wir inshallah das nächste Mal alles erklären. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ja, diese ersten fünf Arten, die du genannt hast, das waren die sprachlichen Bedeutungen, ja, oder? Ja, das wird im Koran, kommt das vor, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa auhayna ila al-nahli, wa auhayna ila ummi Musa, yuhi ba'duhum ila ba'din, zuhruf al-qawli. Das sind die Arten, die das vorkommen. Na. Ist dieses auhayna ila ummi Musa, ist das jetzt in der Fall zum Beispiel ein Ilham? Ja, Ilham. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Eingebung ist das. Das ist genau, wenn du manchmal eine gute Gedanke bekommst und du sagst das und die Leute finden das gut. Das ist Ilham. Na. Wie ist das bei zum Beispiel Erfindern oder so? Ich denke an Thomas Alva Edison. Er hat so viele Erfindungen sozusagen gebracht, wovon die Menschen so viel Nutzen haben. Wie die Glühbirne, was weiß ich, also Film, Foto. Ganz viele Sachen. Genau. Kann man sagen, dass er Eingebung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat? Alles ist von Allah subhanahu wa ta'ala, was wir haben. Hm. Aber ob das Eingebung ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann nur sagen auch, dass wir viel Nützliches von Tieren haben.
Die Bienen nützen uns auch viel. Und Elisa auch. Na. Ich sehe eine zweite Gruppe, die drei verschiedene Arten. Dieser Vergleich versteht nicht jeder. Na. Sie hatten in der zweiten Gruppe die drei verschiedenen Arten von Wahi aufgezählt: einmal durch Jibril, dann der wahre Traum und die Sprache zu Propheten hinter einem Vorhang. Und dann haben Sie später noch gesagt, dass das direkt angegeben werden kann. Richtig. Also war das das vierte? Ja, das könnte man auch sagen, aber das ist unter, darunter, dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten spricht oder der gibt ihm eine Angebung. Okay. Hat Ali Sattu Salam die kutzische Überlieferung durch Jibril bekommen oder direkt von Allah? Das ist normalerweise Hadith al-Qudsi. Das ist Ali Offenbarung, das ist Wahi. Durch Jibril oder? Ja, das kann durch das, okay. Durch diese Arten, verstehst du? Das könnte wahrer Traum sein, das könnte durch Sprache sein, das könnte durch Jibril a.s., das könnte durch Eingebung sein. Und das sind diese fünf Arten. Das bedeutet, das könnte verschieden sein. Das wissen wir nicht überall, welche. Na. Das mit dem Traum. Heißt das, dass gewöhnliche Menschen auch so einen Wahi bekommen können? Also ja, aber das ist sprachlich. Sprachlich gemeint. Ja, aber nicht Wahi wie die Propheten. Ja. Die Propheten bekommen diese Wahi, damit sie die Religion verkünden und damit sie den Menschen sozusagen erklären, wie sie Allah anbeten. Aber wenn du eine Angebung von Allah bekommst, dann bekommst du das, damit du dein Leben weitermachst, wie die Mutter von Musa a.s. Deshalb aufpassen, nicht jeder, der bekommt Wahi in der Bedeutung von Eingebung, dann ist er Prophet. Ja, weil solche Leute das behaupten. Joseph Smith und andere und sowas, die behaupten auch, dass sie Propheten wären. Mirza al-Qadiani, Qadianiya, Kuffar, ja, aufpassen, Barakallahu fikum, da muss man das sagen allen Leuten, weil diese Leute sich Ahmadiyya nennen und die nennen sich muslimische Gemeinschaft. Die sind keine Muslime. Die sind Betrüger. Sind keine Muslime, diese Leute. Wer gibt euch das Recht zu sagen? Natürlich, Allah hat uns dieses Recht gegeben. Der Prophet hat uns das Recht gegeben. Konsens der Gelehrten im Islam hat uns dieses Recht gegeben, dass wir sagen, diese Leute sind keine Muslime. Sie verdrehen den Koran, sie behaupten, es gibt einen Propheten nach unserem Propheten. Diese Leute, die waren die verlängerte Arm von den Engländern, als sie Pakistan und Indien und sowas unter ihrer Besatzung Macht gehabt haben. Deshalb warnen vor diesen Leuten und vor dieser falschen, irreführenden Bewegung ist Wallah wichtiger manchmal als das Leben eines Moslems. Die behaupten auch, der bekommt Eingebung und Megalot bewahren. Ja. Die ersten fünf, die Sie aufgezählt hatten, die Instinkt und Eingebung, schnelles Zeichen, die waren jetzt, das war jetzt alles sprachlich, ja? Richtig. Die ersten fünf, die sind die Sprache. Na. Ja.